Giraffen werden bis zu 5 Meter groß und können bis zu 800 Kilogramm wiegen. 800? Wegen mehr als ein Tiger? Krass. Einen dreifachen Salto machen können, 6 Fremdsprachen sprechen, jede Kollege allein rezitieren, ein besonderes Talent. Der war hart, der war nicht schlecht. An der Stelle, Leute, mal ganz kurz, weil ich es immer vergesse, ihr könnt auch gerne abonnieren, das würde mich sehr freuen, falls ihr nicht gemacht habt natürlich. Und ein Like, einen Kommentar, ist auch mal super, macht den Papa glücklich. Und checkt gerne meinen Partner aus, Just Legends, der Videobeschreibung verlinkt. Und dann würde ich sagen, legen wir jetzt los. Dieses Video soll niemanden beleidigen oder schlecht darstellen. Ich habe gegen keinen der Streamer als was, nehmt das Video mit Humor. Ja, muss man wirklich schreiben, man glaubt gar nicht, wie viele Menschen. Also meistens kann ich die YouTuber, Streamer selber überhaupt nicht. Eher die Zuschauer nehmen es manchmal ein bisschen zu ernst. Okay, Chat, wir reagieren heute auf ein Video, was mir actually ein Zuschauer empfohlen hat. Das soll anscheinend richtig unterhaltsam sein und ist free content, guys. Okay, bin gespannt. Holy shit, Chat, habt ihr das gesehen? Ist ja insane. Oh mein fucking Gott. Wait, das ist jetzt nicht wirklich passiert. Bro, what the fuck? Kann das jemand von euch klippen, Chat? Ich finde, der Kevin hat wirklich so eine lustige Sprache. So sehr viele Anglizismen und so. Klingt auch ziemlich cool und irgendwie rutscht ihm so raus, das ist einfach seine Sprache, der kann nicht anders. Also auch wenn er nicht wollen würde, der kann nicht anders, um so Sachen wie insane und Digger Bro und sowas zu sagen. Und komischerweise kommt es bei ihm auch gar nicht so babahaft rüber oder so, ich sag jetzt mal, Kollege, keine Ahnung, haftmäßig, sondern irgendwie vollkommen normal. Also das ist so in ihm reingewachsen, das Ganze, diese Sprache gefühlt, wie er so redet. Freunde, heute habe ich mir was ganz Besonderes überlegt. Und zwar werden wir den ganzen Stream lang eine Minecraft-Challenge machen. Das gab es ja schon echt lange nicht mehr. Heute ist das Ziel, Minecraft in 3 Minuten auf Hardcore nur mit dem linken Fuß durchzuspielen. Ach ja, meine Augen sind auch verbunden. Und ich hole mir noch währenddessen unter dem Tisch einen runter. Vamos! Wartet mal, Leute. Haben Pinguine Knie? Besonders seit Neymar dabei ist, ist die Mannschaft echt heftig geworden. Und ja, Digga. Deswegen ist der FC Bayern mein Lieblingsbasketballverein, Digga. Komm her, Digga. Komm her, du kleines Arschgesicht. Wenn ich dich erwisch, ich brech dir deine beiden Arme, box dich bewusstlos und scheiß dir in dein Maul. Ja, richtig gehört, du kleiner Wichser. Digga, ich schwör's, ich geb dir so eine... Ja, Digga. Deswegen glaube ich, dass die Pyramiden von Ameisen-Cyborgs gebaut wurden. Ihr müsst nicht meiner Meinung sein, aber die Fakten sprechen für sich. Das kann man alles im Internet nachlesen. Wie lange ich noch Eisen farm? Keine Sorge, das dauert nicht mehr lange. Nur noch 3 Stunden, dann farm ich was anderes. Ich hab so viel Testo in meinen Armen. Dieses Mal, Digga, dieses Mal erschrecke ich mich nicht. Wir spielen Outlast, Leute. Wenn ich mich erschrecke, ich sag's schon mal jetzt, fress ich einen Besen. Klipp das ruhig, ich scheiß mich nicht ein, Digga. So, wie geht's jetzt hier weiter? Vielleicht müssen wir diesen Schlüssel finden. Ich glaube, der war... Scheiße, Digga, übertreib doch nicht so, Digga. Ich muss sagen, ich kenne super viele Streamer gar nicht. Ich glaube, ich müsste mehr Twitch schauen, um es zu verstehen. Also, kennst du Pain? Wer ist Pain? Nie gesehen. Giraffen werden bis zu 5 Meter groß und können bis zu 800 Kilogramm wiegen. 800? Wegen mehr als ein Tiger? Krass. Ehrlich, ich hätte Lust auf eine Beziehung. Ich hätte wirklich Lust, mal wieder jemanden kennenzulernen. Aber bis jetzt ist mir noch nicht die richtige Person über den Weg gelaufen. Dabei habe ich nicht mal hohe Ansprüche. Jeder soll so sein, wie er will. Mein Partner muss nur 3 Meter groß sein, 180 Kilo auf der Handelbank drücken, selbst mit Millionen verdient haben, braune Haare, blaue Augen, einen dreifachen Salto machen können, 6 Fremdsprachen sprechen, jede Kollege allein rezitieren, ein besonderes Talent... Oh, der war hart. Der war nicht schlecht. Hat der mich gerade Blödmann genannt? Das gibt eine Anzeige. Das können wir gern vor Gericht klären. Das schicke ich meinem Anwalt und dann sehen wir uns. Hört mir gut zu. Ihr müsst der Frau sagen, dass da was ganz Besonderes zwischen euch beiden ist. Dass ihr sie liebt. Ihr müsst ihr sagen, dass sie die Erste ist, die euch so viel bedeutet und dass ihr alles für sie tun würdet. Und wenn das gezogen hat... Dann bumst ihr sie. Und dann steigt ihr in die nächste Stufe auf und sucht euch die nächste. Wenn ihr das bei 50 Frauen gemacht habt, sollte euer Selbstvertrauen ein bisschen gestiegen sein. Ist Orange Morange wirklich so ein Arsch? Ich weiß nicht. Man hört vielleicht eine bisschen an meinem Akzent. Ich komme aus einem fernen Land. Eine kleine Land, sehr kalt, sehr viele Berge. Jetzt, ich will mich aber ein wenig integrieren. Ein wenig die deutsche Kultur lernen, die Language. Ich bin ja eigentlich ein geborener Österreicher. Yo Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr bis hierhin geguckt habt, schreibt mal eure... Tor! Also ich persönlich, ich müsste mehr YouTuber kennen. Mehr Twitcher kennen, meine ich. Da habe ich ein bisschen ein Problem, dass ich ein paar nicht kenne. Aber Anni
das Video haben wir uns ja auch angeschaut hier im Stream. Da war ich voll so, Alter. Ganz schön Ansprüche, so, was ein Mann alles tun muss. Also auch so, so widersprüchlich, so. Darf nicht so oft nachgeben, muss aber spontan sein. Sollte Leidenschaft haben, darf mir aber auch nicht jeden gefallen. Also muss fürsorglich sein, aber auch nicht zu fürsorglich. Und keine Ahnung, man war voll so, was geht denn hier eigentlich ab? Aber ja. Ja, das war schon lustig, die Stelle. Auch wenn es ein bisschen übertrieben war, natürlich. Bis dann.